Hallo und willkommen zu einem neuen Bastelvideo. Heute soll es mal um diese schöne Schätzchen gehen. Das habe ich euch, glaube ich, in einer früheren Atari ST-Folge schon mal kurz vorgestellt. Und zwar ist das ein Competition Pro Joystick, den ich mir mal so Mitte der 80er, 86 rum müsste es, glaube ich, gewesen sein, ein bisschen, ja, arcade-mäßig umgebaut habe. Hintergrund des Ganzen war, ich fand den Competition Pro eigentlich schon immer sehr gut, von der Robustheit her und alles. Nur vom Handling her war mir der irgendwie immer zu klobig und lag irgendwie nicht so gut in der Hand wie dieser Original Atari Joystick. Und da habe ich mir gedacht, da müsste man da irgendwie mal was bauen, um den richtig schön vernünftig auf dem Tisch stehen zu haben. Und alternativ halt auch auf dem Schoß, geht genauso gut. Und ja, da ist dann halt sowas bei rumgekommen. Zusätzlich habe ich da noch eine regelbare Dauerfeuerfunktion eingebaut. Und ja, mit der hatte ich immer schon so ein bisschen Probleme gehabt. Die hat irgendwie zwar funktioniert, aber wirklich regelbar war sie eigentlich nicht. Die war eigentlich immer auf relativ schneller Frequenz. Dass es bei einigen Spielen noch passte, bei anderen wiederum nicht. So, und diese Schaltung, die werde ich heute mir auch nochmal vorknüpfen und modifizieren, eventuell neu aufbauen. Und des Weiteren die Feuerknöpfe, die sind leider noch nicht mit Mikroschaltern, sondern noch mit diesen bekannten Blattfedern und fühlen sich deshalb ein bisschen schwammig an. Sie sind zwar relativ präzise, funktionieren auch eigentlich ganz gut, nur halt man hat dieses ja komische schwammige Gefühl. So, und da habe ich mir zwei Arcade-Buttons bestellt mit Mikroschalter drin. Und ja, die haben die gleichen Abmaße. Und die werde ich dann da ersetzen. Also das soll eigentlich mit dem Einbau keine Probleme geben. Nur die Farbe ist natürlich ja nicht so besonders gut gelungen, weil ich habe die leider nicht in Rot gefunden. Komischerweise, es gibt die in allen möglichen Farben, aber nicht in Rot. Zumindest habe ich sie nicht gefunden. Es gibt welche, die sind ungefähr doppelt so lang wie die, aber die passen natürlich hier in mein Gehäuse nicht rein. Im Nachhinein hätte ich vielleicht schwarze nehmen sollen, weil die ja in dem Bereich, wo das schwarze Feld ist, reinkommen. Aber naja, wird auch so schon ganz gut aussehen, denke ich mal. Dann schauen wir uns das Schätzchen mal von drinnen an und ja, gucken uns den ganzen Kabelverhau da dran mal an. Ja, hier sieht man das ganze Chaos nochmal in seiner vollen Pracht, so wie ich das damals Mitte der 80er alles ja, zusammengedengelt habe. Sieht relativ wild aus, hat aber, wie gesagt, bis auf die Einschränkung, dass die Regelbarkeit des Dauerfeuers nicht so wirklich gegeben ist, hat das eigentlich sogar funktioniert. Ja, da muss ich nochmal so ein bisschen ja, Reverse Engineering betreiben und das mal alles so rückwärts verfolgen, wie was geschaltet ist. Ist eigentlich nicht weiter wild, ne? Die beiden Feuerknöpfe sind parallel geschaltet. Nur wo ich dann mit den Ground hingehe, wo ich mit den Plus Volt noch hingehe, der ja auch für die Leuchtdiode gebraucht wird und auch für die Schaltung gebraucht wird, das muss ich mir alles nochmal genauer angucken. Weil wenn ich das hier so angucke, da hängen hier so Flachsteckhülsen drin, die ich als Verbindung zweier Kabel benutzt habe. Also das muss alles nochmal ein bisschen sauberer gemacht werden. Ja, und die eigentliche Dauerfeuerschaltung, die basiert auf dem bekannten NE555-Timer. Und die Schaltung stammt aus der Happy Computer Nummer 785, also die schon etwas älter. Und das ist eigentlich im Wesentlichen die Schaltung, die ich aufgebaut habe. Nur wie gesagt, ich habe hier noch eine Leuchtdiode drin, die müsste hier in dem Pfad 3 mit drin hängen, Pin 3. Aber das muss ich mir auch nochmal genau angucken. Also, wenn man sich die Schaltung mal aufbauen wollte, nach der Happy Computer Nummer 7 1985 schauen, gibt es als Archiv im Internet, habe ich da auch schon als Download gefunden. Und ja, da diese aber wie gesagt nicht richtig funktioniert hat, werde ich wahrscheinlich so ein bisschen modifizieren, das Ganze. Da habe ich verschiedene andere Varianten noch gefunden. Das ist eine relativ einfache Variante. Die hat wirklich nur das Poti
und ein Kondensator drin. So Poti 250 Ohm, Kondensator 10 Mikrofarad. Soll angeblich auch funktionieren. Irgendwie betrieben an meinem C64 zumindest. Aber da das ja eigentlich alles identisch sein sollte, Atari ST, C64, Amiga, sollte es hinhauen. Aber die größte Hoffnung, oder zumindest werde ich das erstmal so aufbauen, nach dieser Schaltung, die stammt von Miss Mad Lemon. Das Video dazu werde ich auch nochmal in der Beschreibung verlinken. Und sie hat das zumindest in Anführungsstrichen live vorgeführt, wie das mit einem Amiga 500 zumindest funktioniert. Und da werde ich mir zumindest mal nach den Widerstandswerten und Kondensatorwerten halten und das so aufbauen. Ich werde, wie gesagt, hier noch irgendwo meine Leuchtdiode mit einbringen und vielleicht auch das Allpolig wegschalten, also plus 5 Volt, 0 Volt. Ja, und dann wollen wir mal schauen, was dabei rumkommt. Wie gesagt, die Schalter habe ich mir schon angeguckt. Das sollte kein Problem sein, die einzubauen. Das sieht eigentlich schon ungefähr so aus, als wenn das da passend ist. Vielleicht muss ich das Loch noch so ein bisschen auffeilen, aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Ran ans Werk! Und hier nun das finale Ergebnis des Ganzen. Es sieht doch schon ein bisschen aufgeräumter aus, als das vorher der Fall gewesen ist. Ich habe die Platine jetzt auch mit Steckpins versehen und das Kabel halt entsprechend so gestaltet, dass man es bequem abziehen kann. Dann kann man an der Platine noch Modifikationen vornehmen. Ist ein bisschen einfacher dann, ne? Und ja, leider bin ich wieder dem Wahn verfallen, alles so kompakt wie möglich zu halten. Deswegen sieht das mit dem Kondensator so ein bisschen Kraut und Rüben aus. Den hätte man normalerweise sauber zwischen Pin 1 und 2 verlöten können, aber so muss ich halt so einen Spagat machen, weil ich da keinen Platz mehr hatte. Naja, lerne ich vielleicht in 50 Jahren auch nochmal, die Platinen so groß wie möglich zu gestalten, dass man da genug Platz hat. Das mit den Buttons hat auch problemlos funktioniert, brauchte ich nichts modifizieren. Lochmaß ist identisch gewesen wie bei den alten Buttons. Das heißt, die könnte man auch in den vorhandenen Competition einbauen, wenn man wollte. Da ist mir noch eine Sache aufgefallen, das ist mir so gar nicht bewusst gewesen. Der nennt sich Prof Competition. Na, Kamera, fokussiere mal. Ne? Der nennt sich Prof Competition. Obwohl das ein originaler Competition Pro ist aus Mitte der 80er oder so. So, und normalerweise haben sie ja diesen Schriftzug, Competition Pro. Das ist so, wie ich das eigentlich kenne. Naja, gut, warum auch immer das so ist. Kleine Anekdote halt. Zum Schaltplan nochmal. Ich habe ja von Miss Mad Lemon den Plan genommen als Vorlage. Dabei waren mir noch ein paar Dinge aufgefallen. Und zwar der Kondensator, der ist in ihrem Schaltbild verkehrt eingezeichnet gewesen. Und zwar, also Masse ist ja Pin 1, ne, von den Timer. Der Kondensator gehört normalerweise zwischen Pin 1 und Pin 6, beziehungsweise bei dieser, da das ja eine Brücke ist hier zu Pin 2, halt kann man den auch zwischen 1 und 2 einfach löten. So, da war aber auf zwischen Pin 1 und Pin 7. So, und da funktioniert natürlich irgendwie gar nichts. Da kommt am Ausgang irgendwie fast dauerhaft 5 Volt irgendwie raus. Zumindest ist das, was meine LED mir anzeigt. Ich habe zwar sporadisch im Spiel immer noch einen Feuerimpuls gekriegt, aber da war nichts ansatzweise irgendwie Brauchbares bei.
So eine Variante funktioniert das, also wenn der auf Pin 6 ist. Gegenüber von Miss Mad Lemon habe ich wieder ein 10K-Poti hier eingesetzt, so wie sie das am Anfang auch hatte, weil man hat einfach ein bisschen mehr Spielraum in der Regelbarkeit, weil wenn ich ja ein 2K einsetze, tut sich quasi so gut wie gar nichts, wenn ich da ein Poti drehe. So hat man wenigstens ein klein wenig Spielraum. Es ist zwar eigentlich auch nicht, noch nicht so, wie ich es eigentlich erhofft hätte, aber immerhin, es ist ein Fortschritt. Hier vorne sieht es ein bisschen chaotisch aus, nicht wundern. Hier habe ich noch meine drei Kontakte wieder eingezeichnet vom Schalter, so wie es schon verdrahtet war. Das habe ich so gelassen. Das habe ich damals so gemacht, um den Timer komplett spannungsfrei zu schalten, wenn ich wieder im Normalbetrieb das Laufen habe. So wie Maddie das hier gezeichnet hatte, würde der Timer auch dauernd triggern, wenn der im Normalmodus ist, sprich der Kontakt hier geschlossen ist. Muss ja nicht unbedingt sein. Das Ding braucht ja nur laufen, wenn man wirklich Dauerfeuer braucht. Deswegen hatte ich das 5 Volt, 0 Volt und auch den Ausgang hatte ich getrennt gehabt. Ein kleines Update zum Schaltbild. Ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht, das Ganze nochmal sauber am PC neu zu zeichnen. Sieht doch alles schon etwas übersichtlicher aus. Ich habe das Schaltbild auch in der Videobeschreibung nochmal verlinkt. Also ihr braucht das jetzt nicht übers Video abzufotografieren. Das ist alles nochmal sauber verlinkt als PNG-Datei. Ich habe die Position der Leuchtdiode hier nochmal eingezeichnet, so wie sie richtig ist. Das heißt von plus 5 Volt auf Pin 3, den Ausgang vom Timer. Das heißt, die Leuchtdiode würde jetzt leuchten, wenn ein Feuerimpuls anliegt. So wie es auch korrekt sein soll. Des Weiteren ist hier auch nochmal sauberer zu sehen, wie mein Schalter eingebunden ist. Das habe ich von damals so übernommen und auch so gelassen. Schaltet also 5 Volt weg, der schaltet den 0, also den Ground weg und hier unten halt schaltet er um zwischen Normalfeuerbetrieb und den Feuerbetrieb vom Timer. Man könnte sich den Ground sparen, man könnte hier auch nur mit dem einen Kontakt hier unten leben, das würde auch funktionieren. Wichtig ist mir vor allen Dingen, dass die 5 Volt da oben weggeschaltet werden, dass der Timer wirklich nur läuft, wenn er auch gebraucht wird und nicht im Normalmodus auch noch mitläuft. Ja, dann bauen wir das Ganze nochmal zusammen und machen einen kleinen Test. So, ein kleiner abschließender Test mit dem Spiel Wings of Death. Lassen wir das Spiel mal weiterlaufen. Das ist jetzt der normale Feuermodus. Keine Überraschung, funktioniert einwandfrei. Da merkt man auch, die Haptik ist deutlich besser bei den Buttons. Man kann sie auch am Rand auslösen. Das ist bei denen zum Beispiel nicht möglich. Sind auch viel schwammiger. Selbst bei dem Competition, der schon Mikroschalter hat, muss man wirklich zentral drücken, um den auszulösen. Also die sind wirklich schon klasse, die Dinger, ne? So, jetzt kommen wir zum interessanten Teil, der Dauerfeuerfunktion. Schalten wir mal ein. So, da ich jetzt natürlich nur eine Hand zur Verfügung habe, packe ich mal den darauf, um die Dauerfeuerfunktion auszulösen. Sieht man auch, er ist fleißig am Ballern. Frequenz ist nicht allzu hoch. Wollen wir mal sehen, was hier möglich ist. Das ist jetzt die niedrigstmögliche Frequenz. Jetzt drehe ich mal langsam hoch. Ja, da sieht man schon, er wird schneller. Das Poti kann man nicht bis zum Anschlag hochdrehen, weil dann gibt er keinen Impuls mehr durch. Das heißt, man muss den Punkt jetzt finden, wo nur noch rotes Dauerleuchten kommt. Da, das ist der Punkt, ein kleines Tickchen zurück. Ja, das ist die maximale Frequenz. So, und wenn man sich das so anschaut, ich denke mal, das wird durchaus ausreichend sein. Ich werde das mit anderen Spielen nochmal ausprobieren, zum Beispiel mit Warhawk. Da habe ich eine Referenz, weil ich den schon mit der alten Schaltung, die da drin war, von der Happy Computer ausprobiert hatte und auch ein Video gemacht habe. Da kann man das mal direkt vergleichen. So, den nehmen wir mal wieder runter. Eine Anmerkung noch, das Kabel ist nicht mehr original, weil der Competition Pro, der hat ja auf Pin 7 fehlt die 5-Volt-Leitung.
So, und da habe ich damals mir so einen Quickshot 2 hatte ich noch liegen gehabt, der eine Dauerfeuerfunktion drin. Da habe ich mir das Kabel dann genommen und hierfür verwendet. Das nur so am Rande, ne? Nicht, dass man auf die Idee kommt, einen normalen Competition Pro so umzubauen. Das wird mit dem Originalkabel nicht funktionieren. Ja, okay, das soll es dann für heute gewesen sein. Und dann sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos. Bis dann!